Moin, moin, meine aktiven Spritzer und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich halte mal wieder das Mikrofon so in der Hand, damit man die Zirpen nicht ganz so gut hört, aber ihr würdet die trotzdem wahrscheinlich richtig krass hören. Und heute soll es mal darum gehen, wie ich denn eigentlich mit YouTube angefangen habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe auf diesem Kanal. Wenn nicht, dann kommt jetzt hier ein Teil, der den einen oder anderen wahrscheinlich interessieren wird, vielleicht auch nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas feiert. Und zwar, wie habe ich mit YouTube angefangen? Das haben mich so viele gefragt, das ist Wahnsinn. Also ich habe damals, da war ich 15 Jahre alt oder 14 Jahre alt. Also ich hatte Konfirmation gehabt, habe mir von meinem Konfirmationsgeld einen Laptop gekauft und dann später hat es mich interessiert, so Gameplay-Videos hochzuladen. Das Problem ist aber, so Gameplay-Videos hochladen, so Start-Stop-Aufnahmen ist halt voll scheiße und ich wollte halt unbedingt solche Video-Edits machen. Ne? Ihr versteht schon, solche Gameplays hochladen mit krassen Effekten, dann auf YouTube hochladen, dann ist man so der Heftigste. So. Dann ist man halt so ein richtiger Video-Creator. Und damals habe ich mir dann Sony Vegas Pro 11 gekauft. Das war damals im November, ich weiß nicht welches Jahr, 2013 oder 2014 muss das gewesen sein, also entweder mit 14 oder mit 15 Jahren, ich bin 99 geboren, da habe ich meiner Mom gesagt, ich wünsche mir halt zu Weihnachten Sony Vegas, beziehungsweise habe ich gefragt, ob sie mir Geld geben kann schon im November und dafür muss ich mir kein Weihnachtsgeschenk machen. Und ich glaube, ich habe dann die Hälfte bekommen, ich glaube es waren 70 Euro oder so und 140 Euro hat das Programm gekostet, dann habe ich nochmal 70 Euro draufgelegt. Und dann habe ich mir schon im November dieses Videobearbeitungsprogramm gekauft und habe dann angefangen, Videos zu schneiden. Also die Videos wirklich ohne Scheiß, die waren auch insane. Ich habe noch diesen YouTube-Kanal, der hieß Gravity AVA, ja, weil ich hatte so Aliens of Alien Arms gezockt. Und da habe ich halt so unfassbare Cringe-Edits gemacht. Ne? Aber so bin ich erstmal reingekommen in das ganze YouTube-Thema und das ganze Videobearbeitungsthema. So, anschließend habe das ein, zwei Jahre so durchgezogen. Die Videos, das war auch trotzdem absoluter Schrott, also es war wirklich nichts Aufwendiges. Anschließend habe ich dann aufgehört mit diesen AVA-Videos, weil das Spiel ist dann auch irgendwann vom Markt gegangen und man konnte es halt auch nicht mehr spielen. Und dann habe ich angefangen, mir eine Kamera gekauft und habe angefangen, Videos zu bearbeiten und richtig aufzunehmen, auch so vor der Kamera halt. Und das Ganze habe ich mit dem Kumpel gemacht. Damals hieß der Kanal Freetime TV und da haben wir so Carsten Stahl-Parodien gemacht, D-Max-Parodien, also wirklich so übelste Cringe-Videos. Also wenn man jetzt wirklich so zurückblickt, übelste Cringe-Videos. Aber die waren so cringe, dass es schon echt wieder lustig war. Also wir wurden auch öfter erkannt einfach. Wir hatten 400 bis 500 Abonnenten zum Schluss gehabt. Wir hatten auf die eine oder andere Parodie einfach 30.000 Aufrufe. Und wirklich auch in Chemnitz kannte man uns teilweise, in Zwickau und es war geisteskrank, wirklich hat sich gut rumgesprochen, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Und das mit 500 Abonnenten, das war eine richtig, richtig insane Zeit und ja, das war schon fast prägend für YouTube. Später, muss man sagen, hat man sich dann so ein bisschen aus den Augen verloren, dann hat man auch nicht mehr wirklich die Videos gemacht. Wir sind auch ein bisschen älter geworden und dann habe ich angefangen, einen neuen Kanal zu gründen, der hieß damals Cynetics. Cynetics war so ein Kanal, der wurde halt wirklich nur von mir geführt. Also ich habe da so Real-Life-Videos gemacht, Challenges-Videos. Meinungsblogs habe ich gar nicht gemacht, aber halt eher so auf Comedy-Basis habe ich so Videos gemacht mit Effekten. Ist auch trotzdem cringe ohne Ende. Ich hatte auf diesem Kanal zum Schluss 3000 Abonnenten. Bei mir waren noch immer so 1000 Leute sehr aktiv. Und das war echt krass, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Das ist also so viele Leute. Aber ich habe auch teilweise Videos gelöscht, die halt nur so 500, 600, 700 Aufrufe gemacht haben, was auch nicht schlecht ist für die Kanalgröße. Weil mir war das einfach peinlich, ja? Wenn das andere Leute gesehen haben, nur 500, 600 Aufrufe, peinlich einfach. Letztendlich absolut cringe, dass ich so dachte, weil eigentlich sollte man YouTube machen, nicht wegen den Klickzahlen, sondern einfach, weil es einem Spaß macht, weil man hinter den Projekten steht. Und ja, später hat sich das dann aber auch im Sande verlaufen, einfach aus dem Grund, dass mich immer mehr Leute erkannt haben, beziehungsweise mich angeschrieben haben und mir war es einfach peinlich, weil die Videos halt auch nicht krass waren. Meine Kamera war nicht heftig, meine Qualität war nicht gut und dementsprechend war es mir peinlich, dass Leute dann auf meinen YouTube-Kanal gegangen sind und keine Ahnung drüber gelacht haben oder das vielleicht sogar gefeiert haben. Ne? Und dann ging es los mit Alpha Kevin. Also nach Cynetics, ich habe dann Cynetics einfach gelöscht. Ich habe den nicht mal die Videos auf privat gestellt, ich habe den Kanal direkt gelöscht. Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Kanal. Und ich hatte auch keinen Bock auf die Erinnerungen von diesem Kanal. Ich wollte es einfach nicht. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich habe keinen Bock erkannt zu werden. Ich möchte einfach nicht erkannt werden bei mir in der Stadt oder im Dorf oder sonst irgendwo. Keiner soll mich anschreiben. Ich möchte mein Ding auf YouTube machen.
Also habe ich natürlich gedacht, weißt du was, ich nehme jetzt einen prägnanten Namen, Alpha Kennen, war mal Jugendwort des Jahres und impliziert man so mit dumm. Und mein Kanalmotto hieß der dümmste Kanal Deutschlands, deswegen hat es gepasst. Und ich dachte mir, wenn ich mich Alpha Kevin nenne, keiner kommt auf die Idee, dass ich heiße ja Oliver, dass Oliver sich Alpha Kevin nennt. Also niemand denkt doch, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Meine Eltern wussten es auch nicht, mein Bruder wusste es nicht, ich habe das ganz alleine gemacht. Und also es wusste kein einziger Mensch. Und nach 3 Monaten, also ich hatte Ende Januar angefangen, 2017, dann im Mai, glaube ich, war das, habe ich auch so YouTube-Kacke teilweise hochgeladen. Mit meiner Stimme aber auch teilweise. Also ich habe so Fake-Interviews gemacht, so Parodien. Und da hatte ich auch teilweise Concrafter mit parodiert. Und das Ding ist halt, Concrafter war halt so ein Filou, der hat halt sich so gedacht, er müsste auf die Videos reagieren. Also der hat die auch abgefeiert, ne? Der hat auf 2 Videos von mir davon reagiert. Das eine hat, glaube ich, über 1 Million Aufrufe, das andere 900.000 Aufrufe, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz so dran erinnern. Und das war auch eine absolute Cringe-Situation. Dann wollte ich bei uns ins Freibad gehen und da haben mich 3 Freunde angesprochen und haben mich gefragt, ob ich einen neuen YouTube-Kanal habe namens Alpha Kevin. Da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und da haben die gesagt, aber da gibt's einen, also Concrafter hat auf einen reagiert, der klingt ja genauso wie du. Also sag mal, bist du das? Und ich habe gesagt, das bin ich nicht, ja. Da muss irgendjemand die gleiche Stimme haben wie ich, aber ich bin das nicht, ja, weil ich heiße ja Oliver, warum soll ich mich Alpha Kevin nennen? Da haben die gesagt, okay. Und die haben es dann auch gelassen, ja, die haben mich dann nicht nochmal gefragt oder so. Und jetzt kommt mein 200 IQ-Move. Ich habe dann kurze Zeit später auf diesen Alpha-Kevin-Kanal ein Video hochgeladen, dass ich einen Doppelgänger hätte. Und irgendeinen Lukas aus Berlin und aus Köln, irgendeinen, der die gleiche Stimme hat wie ich, damit, falls sie das Video sehen, die auch direkt denken, ah, es ist doch nicht Oliver, ja, der Kanal gehört. Also so richtig auf Cringe-Basis habe ich da ein Video gemacht, dass ich Doppelgänger hätte und habe meinen Kanal geleugnet. So war es aber. Ich hatte auch wirklich, ich wurde dann auch in Ruhe gelassen und ich hatte auch gar keinen Bock, dass Leute irgendwie meine Videos anschauen, die hier aus der Region kommen. Weil ich wollte nicht angesprochen werden auf YouTube. Für mich war das kein großes Thema. Ich wollte einfach nur mein Hobby ausleben, einfach ein bisschen Spaß haben. Ich wollte nicht auf irgendwas reduziert werden und auch nicht auf Zahlen reduziert werden. Das war, das wollte ich halt nie. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Also ich habe da wirklich absolut meine Fresse gehalten und YouTube nie als Thema erwähnt. Naja, auf jeden Fall ging es dann weiter. Mein Kanal lief ganz gut. Ich habe dann Anfang 2018 angefangen, Meinungsblogs zu machen oder sogar Ende 2017 Meinungsblogs zu machen. Und dann lief mein Kanal sehr gut. Also ich hatte dann mal noch eine Kooperation mit DaVinci. Und nach meiner Kooperation mit DaVinci, also das lag jetzt nicht an DaVinci, sondern erst ein Stück später, habe ich dann Rain Reserve Videos gemacht. Dann ging mein Kanal richtig krass ab. Also ich hatte über Fortnite-YouTuber Videos gemacht, mein Kanal ging krass ab. Ich hatte dann relativ schnell über 30.000 Abonnenten. Und dann habe ich einem Kollegen gesagt, dass das mein Kanal ist. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt jemandem gesagt habe, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und ja, dann lief das auf jeden Fall schon ein bisschen öffentlicher. Ach so, und was ich noch sagen wollte, meine Eltern haben das dann auch mitbekommen, dass ich YouTube mache. Aus dem Grund, dass Google mir Geld überwiesen hat. Ja? Also ich hatte mal, ich glaube, 100 Euro überwiesen bekommen, weil ich das hat sich halt angesammelt und dann haben die mir das ausgezahlt, die 100 Euro. Da haben meine Eltern gefragt, woher kommt denn das Geld? Ja, warum Google? Und ich habe gesagt, ich mache YouTube-Videos und die haben mir Geld überwiesen. Das war so ein kranker Moment einfach. Und dann wussten die auch, dass ich YouTube mache. Und dann haben die mir aber auch gesagt, hier, du musst dein Gewerbe anmelden und so weiter. Und dann habe ich das auch später gemacht. Um nochmal zurückzukommen auf Rain Reserve, ich habe dann die Videos gemacht, mein Kanal ging gut ab, ich habe das einem Kumpel schon erzählt und dann hat sich das trotzdem rumgesprochen. Irgendwann gab es dann auch 2 Kumpels, die haben so FIFA-Videos immer angeguckt und irgendwann kamen die auf mein Video, weil ich zu einem FIFA-YouTuber, ich glaube zu Phineas, habe ich ein Video gemacht und zu FIFA-Gaming. Sie haben sich das angeguckt und haben dann gesagt, Alter, das ist doch der Oliver, das ist doch der, mit dem wir Fußball spielen. Und da haben die mich angesprochen und da habe ich gesagt, ja, ich bin das. Und das aus dem Grund, und das ist jetzt traurig, das zu sagen, aber es ist einfach so, weil ich hatte da zu dem Zeitpunkt 30.000 Abonnenten. Ich war keine so kleine Nummer mehr und die Leute fanden das cool, wenn man halt viele Abonnenten hat, man kommt aus der Region oder man ist auch noch ein Kumpel. Und das sehe ich auch wieder als irgendwo kritisch an. Man wird halt oft als eine Zahl reduziert. Wenn ich jetzt 100 Abonnenten habe,
hätten die mich vielleicht ausgelacht. Ich weiß jetzt nicht, wobei es waren Kumpels, also die hätten mich wahrscheinlich nicht ausgelacht, aber es gibt bestimmt einige, die mich ausgelacht hätten. Und mit 30.000 Abonnenten denken die, oh ja, die hat aber ordentlich Reichweite, das ist aber mega stark. Ja, also machst schon dein Zeug, also ist schon eine coole Sache. Das haben die so zu mir gesagt. Ich habe gesagt, jo, ich ziehe auf jeden Fall weiter durch, ich mache mein Ding und dann läuft das. Ich habe mir dann später auch ein neues Mikrofon gekauft, ne, nachdem mein Kanal relativ gut abging. Und das lief dann relativ gut. Habe dann weitergemacht, mein Kanal lief weiterhin gut. Und dann 2019 habe ich meinen Kanal gegen die Wand gefahren, auf ganz entspannt. Das ist auch eine absolut wilde Sache. Also ich hatte dann keinen Bock mehr auf Meinungsvideos. Meine Meinungsvideos gingen zwar trotzdem gut ab, ne? 20.000, 30.000 Aufrufe pro Video. Aber dann dachte ich mir, Alter, YouTube soll ja Spaß machen. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich mache jetzt Comedy-Videos. Das war das, worauf ich einfach Bock hatte. Das habe ich gemacht, das habe ich auch wirklich durchgezogen. Und habe dann relativ schnell gespürt bekommen, dass mein Kanal in die Brüche geht. Ne? Ich habe Deabonnenten gemacht über ein Jahr lang. Meine Aufrufe gingen immer weiter nach unten über ein Jahr lang. Ich habe mich trotzdem nicht davon abhalten lassen, weiter Comedy-Videos zu machen. Und irgendwann ging es dann so weit nach unten, dass ich mir gesagt habe, Alter, das macht doch keinen Spaß, wenn du siehst, dass der Kanal immer mehr sinkt und sinkt und sinkt. Und die Comedy-Videos machen dann auch keinen Spaß mehr, wenn du weißt, die kommen eh nicht an. Kaum Feedback unter meinen Videos, 20 Kommentare, wenn überhaupt. Und ja, das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe jetzt eine einzige Chance. Und diese eine einzige Chance, die möchte ich jetzt nutzen. Ich mache jetzt einfach Meinungsblogs. Darauf habe ich auch Bock. Ich habe wieder Motivation. Ein Jahr lang keine Meinungsblogs mehr richtig gemacht. Jetzt geht es wieder ab. Jetzt möchte ich wieder Meinungsblogs machen. Und ich investiere da jetzt Zeit. Und dann gucke ich mir die Videos selber nochmal an. Und wenn ich selber sage, dass mir das Video gefallen hat und dass mich das unterhalten hat, dann lade ich es hoch. Und seit, ich glaube, das war März 2020, seitdem habe ich meine Qualität immer weiter gesteigert. Also ich habe dann bis Oktober habe ich dann weiter meine Videos so mit meiner alten Kamera aufgenommen und auch im Stehen teilweise aufgenommen und habe die halt relativ aufwendig bearbeitet für meine Verhältnisse zu der Zeit. Und dann im Oktober hatte ich ein Raid Shadow Placement, auf das ich jetzt nicht zu 100% stolz bin, aber ich habe das halt deswegen angenommen, weil ich mir eine neue Kamera kaufen wollte. Und ich habe dafür knapp 700 Euro bekommen für dieses Placement. Das war für mich das Höchste, was überhaupt jemals möglich wäre. Und dann habe ich das angenommen. Und dann habe ich natürlich auch nochmal 700 Euro draufgelegt, um mir die Kamera kaufen zu können für bessere Qualität. Und ab dem Zeitpunkt, ab Oktober, hatte ich dann das mit Buchi den Streit. Und der Buchi-Streit hat mir dann nochmal wirklich alles, es hat alles so viel geboostet. Also ich hatte davor schon so 20.000 Aufrufe teilweise pro Video gemacht. Und ab diesem Buchi-Ding hatte ich überall nur noch 30.000 bis 40.000 Aufrufe pro Video. Es lief richtig gut. Die Qualität war gut. Mein Kanal läuft auch seitdem wirklich sehr, sehr gut. Und ja, es gab zwar trotzdem immer mal wieder so Momente, wo man sich gedacht hat, ja, was kann man wieder Neues probieren? Ich habe dann auch immer wieder Neues ausprobiert, neue Perspektiven und so. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, die Qualität ist wirklich auf einem guten Level, auf einem relativ hohen Level. Ich könnte vielleicht noch mehr Informationen bringen, noch mehr Recherche, aber ich will meine Videos auch unterhaltsam gestalten. Ich habe keinen Bock, so Informationsvideos zu machen. Ich sage jetzt mal so, zum Beispiel in Baku macht das relativ recherchemäßig gut. Und auch ein Chastnero. Aber da ist der Unterhaltungsfaktor, also bei Baku ist noch der Unterhaltungsfaktor ein bisschen höher, bei Chastnero ist das eher so ein Recherchevideo, so ein Informationsvideo, ohne viel Spaß dahinter. Und mir soll es darum gehen, dass ich mit Unterhaltung, mit Comedy, die Fakten auch noch mit rüberbringe, ja, und die Informationen mit rüberbringe. Und ich denke, jetzt habe ich das relativ gut hinbekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie ich das mache, wie ich das gestalte. Möchte mich natürlich trotzdem noch weiter steigern, aber ich glaube, ich bin gerade an dem Punkt, wo es mir echt gut geht, wo ich echt darüber nachdenken kann, wie ich jetzt was oder wie ich jetzt den nächsten Schritt mache, was ich wieder für neue Effekte mit reinbringen kann, damit es noch besser wird. Ja, also ich bin derzeit mega zufrieden, ich kann mich null beschweren und ich denke, mein YouTube-Weg ist wirklich sehr, sehr positiv gegangen. Also ich hatte so eine krasse Down-Phase, da hat jedes Video bei mir 3.000, 4.000 Aufrufe gemacht und jetzt macht jedes Video um die 40.000 Aufrufe nach einem Jahr. Also ich glaube, ich bin der Beweis dafür, dass wenn es mal nicht so gut läuft, dass man einfach nur durchziehen muss, dass es wieder läuft. Mein Kanal war auch nicht im Algorithmus. Viele Leute sagen ja Algorithmus, Algorithmus. Leute, mein Kanal war null im Algorithmus. Ja, jedes Video ging noch beschissener ab. Immer wieder Platz 10 von 10 von den Videos. Immer wieder schlecht. Und dann habe ich angefangen, einfach komplett durchzuziehen. Meine Qualität zu steigern, interessante Themen anzusprechen. Und dann lief mein Kanal wieder besser. Peu à peu, also immer ein Stück weiter
Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, Alter, ich mache teilweise mehr Aufrufe als, was weiß ich, eine Klängern oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der mehr Aufrufe macht als ich, wahrscheinlich trotzdem, aber so pro Video mache ich teilweise ab und zu mehr Aufrufe als er. So, wo ich mir so denke, er ist ja trotzdem eine große Nummer gewesen immer. Das muss man auch an der Stelle sagen, mit 500, 600.000 Abonnenten. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden. Ich kann mich da wirklich nur bedanken an jeden Zuschauer, der zuschaut, an jeden, der auf Twitch mich verfolgt. Twitch läuft auch super. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Jahr 2021 auf YouTube und auf Twitch weiterhin so positiv läuft, weiterhin so nice wird und 2022 hoffentlich genauso, ne? Vielleicht noch ein bisschen mit Steigerung, aber ja, ich kann mich gerade gar nicht beschweren. Deswegen dickes, dickes Dankeschön. Liebe geht raus, Dankeschön auch fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr meine Entwicklung findet, ob ihr die mitverfolgt habt oder seit wann ihr mich auch schaut, das würde mich auch mal interessieren. Und damit haut rein, Stänkchen an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.